Nachdem wir uns beim letzten Mal die Aktivitäten angeschaut haben, springen wir nun einmal weiter zu den Einstellungen. Das Ganze können wir jetzt hier in den Aktivitäten unter dem Zahnrad öffnen oder wir gehen oben rechts neben unserem Porträt auf die drei Punkte und sagen Einstellungen. Hier können wir jetzt Microsoft Teams so einstellen, wie es für uns am besten und sinnvollsten ist. Zum Beispiel auch, dass die Anwendung automatisch gestartet werden soll oder auch im Hintergrund geöffnet werden soll. So, dass jedes Mal, wenn ihr morgens den Computer hochfahrt, auch Teams direkt bereitsteht, ohne dass wir etwas machen müssen. Wir können aber auch das Design ändern. Dunkles Design ist ja auch immer sehr beliebt. Hier können wir das quasi verstellen, genauso wie die Chatdichte, damit weniger Zwischenräume im Chat vorhanden sind, damit das dann auch alles kompakter ist. Aber auch sowas wie die Sprache. Möchtet ihr die App-Sprache zum Beispiel auf Englisch haben, können wir das Ganze hier auch durchführen. Wir haben hier sehr viele verschiedene Sprachen, so dass ihr das auch entsprechend anpassen könnt. Das funktioniert nicht nur für allgemeine Dinge, sondern auch euer Konto lässt sich hier verwalten. Der Bereich Datenschutz ist natürlich immer sehr wichtig. Wir können hier einstellen, dass wir an Umfrage teilnehmen können. Was jedoch wichtiger ist, ist zum Beispiel die End-zu-End-Verschlüsselung für Anrufe, so dass wir, wenn wir telefonieren oder ein One-to-One-Call machen in Microsoft Teams, das Ganze auch verschlüsselt ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, solche Einstellungen müssen auf beiden Seiten passieren. Einmal bei mir und bei der Person, die ich anrufe. Hat einer der beiden diese Einstellungen nicht aktiv, wird das Ganze nicht funktionieren. Das ist auch immer wichtig zu erwähnen. In den Benachrichtigungen waren wir schon einmal drin, deswegen einmal kurz und knapp. Wenn ihr in eurem Aktivitätsfeed irgendwelche Veränderungen haben möchtet, könnt ihr das Ganze hier einstellen. Zu den verschiedenen Kategorien, zu den verschiedenen Bereichen könnt ihr hier einstellen. Soll das in den Aktivitäten auftauchen? Soll das als Banner auftauchen? Soll das eventuell nicht auftauchen? Je nachdem, welche Einstellung ihr euch dort greift, hat das natürlich Auswirkungen auf das, was passiert. Und es ist nicht immer alles in jeder Einstellung möglich. Je nach Einstellung variieren auch die Möglichkeiten. Dann können wir auch weitergehen zu Gerät. Hier können wir Audiogeräte einstellen und konfigurieren für unsere Teams-Besprechung. Das Ganze kann man dann natürlich auch nochmal in der Besprechung selbst verändern und einstellen. Aber hier gebt ihr quasi das vor, was übernommen werden soll, wenn ihr in einen Microsoft Call oder in eine Microsoft Teams Besprechung reinspringt. Das Ganze lässt sich dann auch nochmal mit einem Testanruf kombinieren, um zu schauen, funktioniert mein Headset, funktionieren meine Boxen oder mein Headset, was ich angeschlossen habe. Wir können auch eine Rauschunterdrückung einstellen, je nachdem, was für ein Geräuschpegel bei euch im Hintergrund ist, wenn ihr im Homeoffice seid oder vielleicht auch auf der Arbeit, könnt ihr hier die Rauschunterdrückung höher stellen, niedriger stellen, liegt auch teilweise an den Headsets, was ihr dort macht, aber automatisch ist eigentlich immer eine schöne Möglichkeit. Wenn ihr des Öfteren Musik abspielt, wieso auch immer, könnt ihr hier auch nochmal den Musikmodus aktivieren. Dann steht euch in der Microsoft Teams Besprechung eine weitere Option zur Verfügung. Das hier greift für die Besprechung innerhalb von Microsoft Teams. Wir können auch noch einen sekundären Klingelton auswählen. Wir können unsere Kamera auswählen. Wenn ihr so wie ich mehrere Kameras habt, könnt ihr das Ganze hier auch einstellen. Und dann können wir auch noch mal die Helligkeit anpassen. Weichzeichnung, um die Konturen ein wenig zu glätten. Das könnt ihr hier alles für eure Geräte durchführen. Im Bereich App-Benachrichtigung, bei mir ist das Ganze jetzt recht üppig. Je nachdem, wie viele Apps ihr hier eingebunden habt, habt ihr mehr oder weniger stehen. Und hier können wir zum Beispiel auch, sagen wir mal, Viva Engage. Wenn ich jetzt hier reingehe, könnte ich hier zum Beispiel auch aktivieren, dass meine ganzen Mediengeräte übernommen werden sollen und wir sie dort nutzen können. Auch hier, wenn ihr eventuell in einer bestimmten Applikation von Microsoft Teams eine Kamera nicht nutzen könnt oder an Umfragen nicht teilnehmen könnt, könnt ihr auch immer hier in die App-Berechtigung reinschauen, ob das Ganze für euch aktiviert wurde oder nicht. Zugänglichkeit ist eine sehr schöne Möglichkeit, um zum Beispiel auch die Gebärdensprache zu aktivieren oder
Untertitel in einer Besprechung. Ihr kommt in die Besprechung rein, automatisch stehen unten Untertitel. Kann sinnvoll sein für natürlich hörgeschädigte Personen, klar. Aber auch, wenn ihr in einem Unternehmen unterwegs seid, wo zum Beispiel Englisch die Hauptsprache ist und ihr nicht so gut im Englischen seid, könnt ihr von vornherein die Untertitel aktivieren und euch dann die Untertitel übersetzen lassen. Also je nachdem, in was für einem Arbeitsfeld ihr unterwegs seid, wie eure persönliche Gesundheit ist, welche Sprache gesprochen wird, lässt sich das Ganze hier nochmal ein wenig anpassen und angenehmer machen, damit ihr dann in der Besprechung besser gewappnet seid. Möchtet ihr, dass, wenn in einer Besprechung eine Transkription durchgeführt wird, euer Name nicht erscheint, müsst ihr das Ganze hier einmal deaktivieren. Das ist die Stellung für deaktivieren. Dann würde dort einfach nur Teilnehmer stehen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dass euer Name angezeigt wird, könnt ihr das Ganze aktivieren. Ist bei euch im Unternehmen die Transkription generell deaktiviert, so dass die Möglichkeit nicht einmal besteht, diese Funktion durchzuführen, habt ihr hier auch keine Möglichkeiten, etwas einzustellen. Im Bereich der Dateien können wir hier unten einmal einstellen, wo Dateien wie Word, Excel, PowerPoint standardmäßig geöffnet werden sollen, in Microsoft Teams, in der Desktop-Applikation, der normalen Word, Excel, PowerPoint-Applikation oder im Webbrowser. Heißt, sind bei euch Word-Dateien in Microsoft Teams hinterlegt, ihr klickt da drauf, wird diese Datei dann automatisch in einer dieser drei Applikationen geöffnet. Ihr könnt das Ganze aber auch immer umändern, wenn ihr zum Beispiel einen Rechtsklick macht oder auf Öffnen mitgeht, könnt ihr das Ganze umstellen. Kleiner Nachteil hier ist, wenn ich zum Beispiel sage, die Datei soll immer in der Desktop-Applikation geöffnet sein, ihr die Möglichkeit habt, in einem anderen Microsoft-Tenant zu arbeiten, von einer anderen Organisation, Geschäftspartner, Kunden, wie auch immer, dann gilt das auch für diese Umgebung. Kann zu Problemen führen, denn wenn ihr in einem anderen Microsoft-Tenant seid, kann zum Beispiel auch die Möglichkeit der Desktop-App generell deaktiviert werden, so dass zum Beispiel nur in Teams oder dem Browser die Datei geöffnet werden kann. Dann müsstet ihr dort hergehen und sagen, öffnen in oder öffnen mit Microsoft Teams, Webbrowser. Das kann eventuell zu Problemen führen. Was wir auch mittlerweile machen können, ist hier oben auswählen, wo Dateien gedownloadet werden sollen. Im Standard möchte ich zum Beispiel, dass meine Dateien, die ich aus Teams downloade, einen bestimmten Speicherort haben. Kann ich das Ganze hier ändern. Ich kann aber auch sagen, vor jedem Download-Versuch soll einmal abgefragt werden, wo die Dateien gespeichert werden sollen. Dann könnt ihr das jedes Mal individualisieren. Mal legen wir sie in Ordner 1 ab, in Ordner 2, Ordner 3. Das könnt ihr dann jedes Mal bei jedem Download-Versuch individualisieren. Und der letzte Punkt, Anrufe. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, unsere Mailbox ein bisschen einzustellen, ein bisschen zu konfigurieren. Natürlich auch einmal zu schauen, wie lange soll denn Microsoft Teams uns visuell benachrichtigen, also klingeln, bevor der Anruf dann auf die Mailbox umgeleitet werden soll. Wo soll überhaupt umgeleitet werden? Soll auf die Mailbox umgeleitet werden oder soll nichts passieren? Wenn ihr also euch wundert, wieso Anrufe auf der Mailbox landen oder wieso sie nicht auf der Mailbox landen, könnte das Ganze hier eingestellt werden. Der Administrator hat auch die Möglichkeit, im Admin Center das Ganze vorzukonfigurieren, vorzuentscheiden, so dass ihr hier im besten Fall nichts mehr machen müsst. Aber wenn es Probleme gibt, könnte hier eventuell eure Lösung sein. Wenn ihr eventuell auch einen anderen Klingelton haben möchtet, was natürlich auch viele haben möchten, könnt ihr das auch hier einmal auswählen, euch dann hier anhören, ob das eventuell der richtige Klingelton für euch ist und auch hier nochmal ein bisschen auf euren Geschmack anpassen. Die Einstellung solltet ihr euch auf jeden Fall, wenn ihr Teams am Anfang nutzt, noch nichts eingestellt habt, auf jeden Fall einmal anschauen. Ruhig ein paar Minuten Zeit nehmen für jede einzelne Einstellung. Und wie eben auch schon mal erwähnt, findet ihr hier eigentlich so gut wie alle Möglichkeiten,
eure Vorlieben für Teams einzustellen und zu konfigurieren. Allgemein ist wichtig, Datenschutz ist wichtig, Benachrichtigung, Geräte, Zugänglichkeit und natürlich auch der Punkt Dateien. Das sind die wichtigsten und hier solltet ihr auf jeden Fall auch genügend Zeit investieren und auch hin und wieder mal hier reinschauen, denn es ändert sich immer mal wieder etwas. Es kommen mehr Funktionen dazu, es kommen mehr Möglichkeiten dazu, gerade auch in dem Bereich Datenschutz und Compliance. Einmal hier etwas eingestellt, heißt leider noch lange nicht, dass ihr hier nie wieder rein müsst, sondern ruhig alle paar Monate mal reinschauen, ob es hier neue Möglichkeiten gibt, eure Arbeitsweise oder auch ein paar Zeitersparungen einzustellen, die es vielleicht heute noch nicht gegeben hat.